Ja, was macht ihr heute? Wir machen heute die erste Critical Mass in Flensburg. Das heißt, wir demonstrieren für gute Fahrradwege, dass sich vor allem Kinder sicher fühlen können beim Radfahren. Wie ist die Situation für Fahrradfahrer und speziell Kinder in Flensburg? Nicht so gut. Es gibt viele sehr schmale Radwege, häufig auch Radwege, die nicht, ja, keinen guten Belag haben. Die müssen kreuzen, wenn sie zur Schule wollen, fehlen die Zebrastreifen, sichere Überquerungsmöglichkeiten. Ja, da kann, glaube ich, noch einiges besser werden, damit es sicherer ist. Hat das Gründe, warum das noch nicht besser aussieht hier in Flensburg? Ich glaube, lange Zeit war einfach das Auto sehr präferiert worden, also sehr viel Platz fürs Auto geschaffen worden. Da kommt jetzt das Fahrrad einfach immer mehr noch dazu, dass da eine Platzumverteilung stattfinden muss und mehr Platz fürs Rad gemacht werden muss. Schilder, damit wir sehen auf der Straße. Sichere Radwege für Große und Kleine. Mehr Platz fürs Rad. Machen Sie heute hier mit? Weil ich es wichtig finde, dass wir mehr Platz fürs Rad bekommen und sichere Radwege, damit wir auch mit unseren Kindern besser durch die Städte kommen. Und ja, ich glaube, das reicht schon als Grund. Wie ist denn die Situation in Flensburg? Ich finde, es wird langsam besser, aber es ist an vielen Stellen noch ausbaufähig. Und die Rücksicht auf Fahrradfahrer finde ich oft noch mangelhaft.